Momentan sind Fans des Schauspielers Johnny Depp in mehr als großer Sorge um ihren Star. Sieht man aktuelle Bilder, bleibt am Ende die Frage, ob es denn wirklich Johnny Depp sei. Er ist kaum wiederzuerkennen. Jetzt gab der Schauspieler dem Rolling Stone Magazine ein Interview. Er spricht über seine Alkohol- und Drogenprobleme. Und tatsächlich, der einst erfolgreichste Schauspieler scheint nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein. Während des 72-stündigen Interviews schüttete er sich mehrere Liter Wein in sich rein. Auch Drogen waren in seinem Haus verteilt. Er redet über seine Scheidung und den Verlust seiner Mutter und seinen Freund, der letztes Jahr verstarb. Das ganze Interview könnt ihr in der Rolling Stone nachlesen. Wir hoffen, dass es Johnny bald wieder besser geht.